Finnland will in den nächsten Wochen über einen Antrag zur NATO-Mitgliedschaft entscheiden. Schweden diskutiert ebenfalls über einen Beitritt. Nun hat Russland die beiden Länder erneut vor den Konsequenzen eines möglichen NATO-Beitritts gewarnt. Helsinki und Stockholm müssten verstehen, welche Folgen ein solcher Schritt für die bilateralen Beziehungen und für die europäische Sicherheitsarchitektur insgesamt habe, hieß es vom russischen Außenministerium. Zuvor hatte der ehemalige russische Präsident Dmitri Medvedev gewarnt, dass Russland Atomwaffen in der Nähe Skandinaviens und der drei baltischen Staaten stationieren würde, falls Finnland oder Schweden sich für einen NATO-Beitritt entscheiden sollten. Das militärische Vorgehen Moskaus in der Ukraine führte sowohl in Finnland als auch in Schweden zu einer dramatischen Kehrtwende in der öffentlichen und politischen Meinung hinsichtlich eines Beitritts zur NATO. Bislang arbeiten die Länder zwar mit dem Verteidigungsbündnis eng zusammen, sind aber keine Mitglieder.